Hey Leute, was geht? Ich bin nur eine Sekunde online, und zwar, weil ich einfach mal sagen wollte, ich bin auch noch aktiv, ich lebe noch. Und es gibt ganz neu diese Sache mit Corona. In Deutschland, und ich wollte auch bloß noch mal anmerken zu diesem Thema Corona. Viele machen sich zu doll verrückt, weil jetzt ist es halt überhaupt nicht abschätzbar, ob es milde verläuft oder im Herbst noch mal eine Welle anschwammt. Ich selber muss im Herbst auch wieder aufpassen. Aber so viel muss ich jetzt dazu mal sagen. Die übertriebene Angst momentan haben, also nicht nur Ältere, sondern auch Jüngere, da muss ich kurz mal anmerken, Leute, die Angst braucht ihr gar nicht zu haben. Denn zum Beispiel, ihr seid ähnlich jung wie ich, also 37, sage ich jetzt mal so. Habt schon jetzt die größte Grippe hinter euch, dann könnt ihr euch nicht so schnell mit dem Corona infizieren. Denn ihr habt ja selber keine Tröpfcheninfekte mehr, die durch einen anderen Infekt übertragen werden können. Denn das ist wahrscheinlich das Schlimmste an diesem Virus. Ich selber hatte Januar, Februar, war noch gar nicht so lange her. Nee, ich glaube Ende Dezember sogar. Auch ein ganz seltsames gesundheitliches Befinden. Und ich vermute, dass da schon so Virenausläufer vorhanden waren. Und zwar habe ich Chinesisch gegessen. Und nach dem chinesischen Essen ist mir pudelschlecht gewesen, und ein paar Tage hintereinander hatte ich halt diese körperliche Verfassung, und mir ging es noch nie so schlecht, und ich vermute, dass da schon Ausläufer waren. Aber jetzt geht's mir wieder gut. Ich habe auch die Grippezeit überstanden, und ich brauche jetzt bis im Herbst erstmal selber nichts befürchten. Aber im Herbst werde ich mich gegen die normale Grippe impfen lassen. Und dann den Leuten, die Husten und Schnupfen aus dem Weg gehen, wenn ich selber das hab. Ja.